Das Wort hat nun Jens Spahn für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ersten, das will ich mal vorneweg sagen, gibt uns ja die Debatte heute Morgen die Gelegenheit, einmal rückzuschauen auf das, was wir in dieser Koalition beschlossen haben, auf das GKV-Finanzierungsgesetz und die Frage, was ist eigentlich damit erreicht worden. Wir haben es geschafft, das zeigen die Zahlen ganz offensichtlich, dass das drohende Defizit von gut 10 Milliarden Euro, das, wenn wir nichts getan hätten, eingetreten wäre, eben nicht erreicht wird, sondern dass die Krankenkassen stabil dastehen. Wir haben tatsächlich einen Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt, um die nötige Unterstützung zu geben. Und das finde ich übrigens auch wichtig, die Zusatzbeiträge, das haben die Zahlen gestern und vorgestern gezeigt, entwickeln auch die Lenkungswirkung, die Steuerungswirkung, die wir uns dadurch erhofft werden. Es entsteht ein neues Preisbewusstsein, anders als es damals bei den prozentualen Beiträgen war, direkt vom Lohn abgezogen, wo keiner so richtig mitgekriegt hat, was kostet eigentlich meine Kasse? Und wo man Dreisatz brauchte, um zu wissen, was bringt es eigentlich, eine Kasse zu wechseln, haben die Zusatzbeiträge in festen Eurobeträgen heute eine ganz andere Preissignalwirkung. Man überlegt sich, ist mir meine Kasse die 5 Euro, die 8 Euro, die 12 Euro wert, die ich zahlen muss? Wenn ja, dann bleibe ich. Wenn nein, dann wechsle ich. Und das ist ein wichtiges neues Instrument auch von Wettbewerb zwischen den Kassen, das wir neu mit weiterentwickelt haben und auf sichere Füße gestellt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann aber fragt man sich ja, was soll diese Debatte heute hier zur besten Zeit, 75 Minuten, über einen Antrag, lieber Kollege Lauterbach, der sich ja überholt hat, völlig überholt hat. Das Gesetz ist erstens beschlossen und zweitens haben Sie Ihren eigenen Antrag selbst überholt. Ihren eigenen Antrag selbst überholt. Sie schreiben in Ihrem Antrag, wie schlecht es wäre, Steuer zu finanzieren. Antrag von letztem Jahr. Dass Steuerfinanzierung keine Zukunft hätte. Dass Steuerfinanzierung ganz furchtbar wäre, weil der Finanzminister das Geld nicht zur Verfügung stellen würde. Und wenige Wochen und Monate später legen Sie ein Papier vor, gemeinsam mit der Frau Kollegin Nahles, wo Sie schreiben, eine nachhaltige Finanzierung der Bürgerversicherung kann nur über Steuermittel erreicht werden. Sie haben Ihren eigenen Antrag, Sie haben es geschafft, Ihren eigenen Antrag innerhalb von 6 Monaten zu überholen. Und dann ist es Ihnen nicht mal peinlich, hier diese Debatte zur besten Zeit für 75 Minuten anzusetzen. Wie soll denn da der Bürger, wie sollen eigentlich wir überhaupt noch verstehen, wo Sie da hinwollen? Sie scheinen es selbst nicht zu wissen. Und das ist doch das Problem, lieber Kollege Lauterbach, in den Debatten, die wir hier haben. Und dann das Gleiche bei der Debatte gerade aktuell in diesen Tagen zur Beitragssatzsenkung. Herr Präsident, ich glaube, der Kollege Lauterbach hätte eine Frage. Ich würde Sie auch zulassen, wenn Sie sie zulassen. Also, dann lasse ich Sie allergnädigst nach Ihrer Bitte zu. Herr Spahn, Sie müssen doch einräumen, dass es einen Unterschied gibt, ob man die Steuermittel verwenden will, um damit die demografische Herausforderung zu bewältigen und das Geld einzusetzen für die Versorgung, oder ob man damit einen überflüssigen Sozialausgleich für die Kopfpauschalen bezahlen will. In unserem Antrag, Herr Landwehr, ich habe Ihnen auch, also ich habe sogar Frau Flach zugehört, was nicht leicht war. Wir unterscheiden. Wir lehnen lediglich die zusätzlichen Steuermittel für einen überflüssigen Sozialausgleich zur Einführung der Kopfpauschalen ab, weil wir die wertvollen Steuermittel dort für verschwendet halten. Wir sind aber nicht der Meinung, dass Steuermittel für die Versorgung und für die Bewältigung der demografischen Herausforderungen überflüssig sind. Da sind sie. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich die Mittel verschwende für einen überflüssigen Sozialausgleich oder ob ich sie sinnvoll für die Versorgung einsetze. Lieber Herr Kollege Lauterbach, haben Sie jetzt schon wieder innerhalb von 2 Monaten es geschafft, Ihre Begründung zu verändern. In Ihrem Schreiben gemeinsam mit der Kollegin Nahles steht, Steuermittel für das Gesundheitssystem, um alle Einkommen unbürokratisch und sozial gerecht an der Finanzierung zu beteiligen. So werden auch die hohen Einkommen und Vermögen gerecht einbezogen. Das heißt, Ihre Intention bei der Steuerfinanzierung ist es ganz offensichtlich, einen Sozialausgleich zu machen, weil es ja richtig ist in der Argumentation, dass eben in der gesetzlichen Krankenversicherung bei Beiträgen nur die abhängig Beschäftigten, nur die abhängigen Lohnbestandteile bezogen werden, im Steuersystem aber tatsächlich mit Mieteinkünften, Zinseinkünften, übrigens auch Unternehmensgewinne, alle nach der tatsächlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden. Die Argumentation ist ja richtig. Was
ebenso verlogen an der Stelle ist, und das zeigen Sie jetzt übrigens schon wieder. Sie ändern alle zwei Wochen Ihre Argumentation in dieser Frage, und wir reden da nicht nur drüber, wir haben es umgesetzt, weil wir es für richtig halten, eine bessere Steuerfinanzierung zu haben. Das Gleiche passiert ja in diesen Tagen bei der Beitragssatzdebatte. In Ihrem Antrag, den wir hier heute debattieren, der ja aus März 2010 ist, Sie wollten ihn vorher nicht aufgesetzt haben, wir haben es Ihnen mehrfach angeboten. Bei Ihrem Antrag malen Sie ein Szenario an der Wand von wachsenden Ausgaben. Sie malen ein Szenario an der Wand, wo Sie sagen, für 2010 und 11 und 12 muss gespart werden, Teufel komm raus, die Koalition tut zu wenig. Sie haben es hier mehrfach gesagt, wir sollten größere Anstrengungen beim Sparen machen, weil es so furchtbar wird in 2011. Jetzt haben wir das, was wir für richtig halten, in, wie ich finde, einem ausgewogenen Maß gemacht, auch Sparmaßnahmen, aber eben auch eine ausgewogene Beitragserhöhung, zurückkehren zum alten Beitragssatz von 15,5. Jetzt ist es glücklicherweise so, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen stabil dastehen, dass wir im Gesundheitsfonds die Liquiditätsreserve, die gesetzlich von uns übrigens mal gemeinsam in der Großen Koalition vorgeschrieben worden ist, um auch Schwankungen ausgleichen zu können. Jetzt ist es so, dass wir endlich Stabilität ins System der gesetzlichen Krankenversicherung gebracht haben. Da sind Sie weg von Ihren Horrorszenarien, wie furchtbar das alles wird bei den Ausgaben, und wollen auf einmal Beiträge senken. Wer, bitteschön, Herr Kollege Lauterbach, soll Ihnen denn dann noch folgen können? Wo ist denn da Verlässlichkeit in der Politik? Sie sind nicht Kai aus der Kiste, Sie sind Karl aus der Kiste. Sie ändern täglich die Richtung nur der Überschrift wegen. Das ist aber keine Konsistenz, das ist nicht vertrauenserweckend. Und deswegen ist es gut, dass Sie da sitzen, wo Sie sitzen, nämlich auf der Oppositionsseite. Da kann man tatsächlich ohne Folgen jeden Tag was anderes behaupten, als man vorher gesagt hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, man hat manchmal den Eindruck, tatsächlich, sie verwirren sich selbst an dieser Stelle. Und das setzt dem Ganzen die Krone auf. Dann können wir in diesen Tagen lesen und sehen ein Konzept der SPD, wie sie jetzt in die Fläche gehen will, um Kampagne zu machen, wo es rund gehen soll. Wo wir lesen können, zum einen ihren Antrag von letztem Jahr im März, was wir alles tun sollen, von dem wir, wie wir finden, in einem ausgewogenen, vernünftigen Maße auch die richtige Richtung eingeschlagen haben. Umgang mit dem Defizit, Steuerfinanzierung, die Frage auch, wie wir langfristig es schaffen, wegzukommen von der strikten Lohnbezogenheit der Gesundheitsfinanzierung, sodass die steigenden Gesundheitsausgaben nicht automatisch immer den Lohn teurer machen. Also, wie wir finden, ein gutes Gesetz, das Sie kritisieren können, keine Frage. Aber jetzt Kampagne der SPD. Und da sind Sie sich mal wieder nicht zu schade, die Menschen bewusst und wieder besseren Wissens, Herr Professor Lauterbach, wieder besseren Wissens in die Irre zu führen. Allein der Begriff Vorkasse, wie Sie ihn hier heute schon wieder verwendet haben. Sprechen Sie mal mit schwerkranken Menschen, mit Krebskranken, mit HIV-Kranken, mit AIDS-Kranken. Denen suggerieren Sie auf jeder Veranstaltung, auf der Sie sind, und die haben Angst, das merkt man nämlich, wenn man mit denen spricht. Ich war letzte Woche noch in einer Parkinson-Selbsthilfegruppe zur Diskussion. Die haben Angst, weil Sie denen suggerieren, sie müssten ihre Behandlung, ihre Medikamente in Zukunft zuerst zahlen und dann irgendwann später würden sie das Geld wiederkriegen. Sie wissen, dass das nicht stimmt, aber Sie nehmen billigend in Kauf, schwer kranke Menschen zu verängstigen, nur um populistisch einen Punkt zu machen. Und das ist völlig inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und das Gleiche gilt im Übrigen über dieses Gerede von der Dreiklassenmedizin. Sie wissen genau, was bei der Kostenerstattung im Gesetz steht. Es ist übrigens, wenn Sie mal genau hinschauen, in 70-80% das, was wir mal gemeinsam auch auf den Weg gebracht haben, weil wir es für richtig gehalten haben, dass die Menschen ein Wahlrecht haben sollen. Diejenigen, die wollen, keiner muss, die wollen, können tatsächlich für sich sagen, ich wähle eine andere Regelung und lass mir eine Rechnung schicken, aber niemand muss. Und die allermeisten Menschen werden tatsächlich wahrscheinlich im Sachleistungsprinzip. Was dem Ganzen dann aber noch die Krone aufsetzt, jenseits dieser Diffamierung, die Sie machen, wieder besseren Wissens, ist, dass wir dann lesen können in Ihrem Schreiben oder im Schreiben von Ihrem Parteivorsitzenden, dass Verbände, Wohlfahrtsverbände, die ohne Zweifel jederzeit berechtigt sind und die Legitimation haben, Gesundheitspolitik zu kritisieren, konstruktive Vorschläge zu machen, andere Vorstellungen zu haben. Überhaupt keine Frage. Dass Sie die dann vereinnahmen als Kooperationspartner. Wie ist es denn mit der parteipolitischen Neutralität von AWO,
von Caritas, von Diakonie, von anderen Wohlfahrtsverbänden. Ich wundere mich schon, die Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser, die Behinderteneinrichtungen sind nicht Eigentum der SPD. Das ist parteipolitisch neutraler Boden. Und deswegen gehört sich eine solche Kampagne nicht, wie Sie sie versuchen, hier an der Stelle quer durch die Republik zu fahren. Wir werden das nicht akzeptieren. Wir werden das nicht von Ihnen akzeptieren. Und wir werden das auch nicht von den Wohlfahrtsverbänden akzeptieren. Ich sage Ihnen noch mal deutlich, wir akzeptieren Kritik. Wir akzeptieren Kritik von jeder Seite. Aber die Frage ist, stellen Sie sich mal vor, das würde so auf der anderen Seite sehen, was Sie für ein Theater machen würden. Sie fühlen sich immer für die Gutmenschen, Sie halten sich immer für die Richtigen, für die Guten, die mit allem Wohle durch die Welt unterwegs sind und wenden dabei Methoden an, im Übrigen auch eine Wortwahl an, wie mit dem Beispiel Vorkasse, und spielen bewusst mit Ängsten. Das ist eigentlich völlig inakzeptabel für einen konstruktiven Umgang in einer demokratischen Auseinandersetzung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das werden wir genauso auch benennen und den Finger in die Wunde legen an dieser Stelle. Da können Sie sich drauf verlassen. Und seien Sie sich versichert, wir werden da keiner Debatte aus dem Weg gehen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir die besseren Argumente auf unserer Seite haben. Die besseren Argumente für die Frage, warum wir die gesetzliche Krankenfinanzierung so finanzieren, wie wir sie in Zukunft finanzieren wollen, nämlich eben nicht mehr rein lohnabhängig, sondern tatsächlich alle Einkommensarten über den Steuerausgleich mit berücksichtigen. Wir halten es übrigens auch für richtig, Herr Kollege Lauterbach, da haben Sie sich ja auch dann wieder gegengewandt. Nachdem wir so viel über Ärztehonorare, Krankenhausabrechnungen, Apothekenabschläge und Pharmaindustrie geredet haben, vielleicht mal über die Versorgungsrealität der Patienten zu reden, was die tatsächlich im Alltag erleben. Monatelange Wartezeiten, die Frage der Krankenhaushygiene, die Frage auch, wie sieht es in den Krankenhäusern vor Ort aus. Darüber wollen wir reden. Wir wollen auch über die Patientenrechte in diesem Jahr reden. Sie hatten gestern tatsächlich einen Antrag, eine Anhörung, und dann war tatsächlich überschaubar, wie viele von Ihnen bei Ihrer eigenen Anhörung, Sie waren auch kurz da, tatsächlich zum Thema da sind. Wir wollen dieses Jahr in den Mittelpunkt stellen auch die Frage, wie der Patient die Versorgungsrealität erlebt und wie wir ganz konkret für ihn die Situation verbessern können. Dazu brauchen wir natürlich mittelbar die Hilfe und Unterstützung der Leistungserbringer. Aber ich finde es richtig, diesen Perspektivwechsel auch ein Stück weit stärker mitzumachen. Und es wäre doch schön, wenn Sie sich wenigstens an den Debatten, wenn Sie schon letztes Jahr bei den Finanzierungsdebatten nicht hingekriegt haben und Ihr alter Antrag, ich sage es nochmal, von Ihnen selbst überholt, aus März 2010, aufgrund Ihres Wunsches jetzt erst beraten, macht ja deutlich, wie weit Sie noch in den Debatten der Vergangenheit sind. Sehr schön, wenn Sie sich mit uns an den Debatten der Zukunft für eine gute Versorgung der Patienten beteiligen würden. Da wären wir schon einen großen Schritt nach vorne. Bei der Krankenhaushygiene können Sie es noch im ersten Halbjahr beweisen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.